Herr Barmettler, ihr wollt euch also umschulen lassen. Meine erste Frage, arbeitet ihr lieber mit den Händen oder mit dem Kopf? Ich arbeite sehr gerne mit den Händen, aber mit dem Kopf kenne ich mich natürlich sehr gut aus. Tipptopp. Als was habt ihr denn bis jetzt gearbeitet? Henker. Also eidgenössisch diplomierter Scharfrichter, wie es genau heisst. Ja, das ist ein schöner Beruf. Herrschaft, ehrlich. Wieso wollt ihr aufhören? Liegt es am Lohn? Der Lohn ist okay. Weiterbildungsmöglichkeiten sind mal beschränkt und die Aufträge sind rapid zurückgegangen. Bei all diesem politischen Umbruch ist es nur eine Frage der Zeit, bis es wieder Leute wie euch braucht. Eure Profession, Herr Barmettler, hat Zukunft. Ja, das mag ja stimmen. Aber schauen Sie, der Kontakt mit den Kunden ist einfach immer sehr kurz. Ja, schnell ein Grüezi, dann ein Adieu und zack. Das war es nämlich auch schon wieder. Ich hätte auch mal gerne mit Leuten zu tun, die nicht immer nur schreien und brüllen. Sondern auch mal ein bisschen Freude haben an dem, was ich mache. Wem sagen Sie das? Aber schauen wir vorwärts. Für Männer von Informat wird es immer Arbeit geben. Zum Beispiel hier. Wie wäre es als Headhunter für einen grossen Chemiekonzern? Das würde mein soziales Gewissen nie zulassen. Ich bin Henker, aber ganz sicher kein Sauhund. Apropos Sauhund, wie wäre es als Akkordschlachter im Schlachthof? Ich bin Vegetarier. Coiffeur? Da habe ich glaube Schiss, dass ich mal zu viel abhaue. Ja gut, ich hätte hier sonst noch einen Post im Verwaltungsrat von der Raiffeisen. Wie gesagt, von heulenden und schreienden Leuten, die hier am Kopf und Kragen fürchten, habe ich die Schnauze voll. Aber was mich interessieren würde, wäre irgendetwas im Bereich Politik. Dort gibt es schon genügend Halsabschneider. Aber es muss doch irgendetwas geben. Ich bin zuverlässig. Ich kann blutrünstige Geschichten erzählen. Und ich habe Nerven aus Stahl. Kindergärtner? Gute Idee. Das hätte ich selber kommen. Danke vielmals. Sehr gern. Dann gehe ich mich bewerben. Viel Glück. Oh, Herr Barmettler, euer Arbeitsgerät. Könnt Sie behalten. Als Kindergärtner brauche ich doch das nicht mehr. Ja, und zum Basteln mit den Kindern? Oder fürs Elterngespräch? Schaut nicht um, der Henker geht noch um. Schaut nicht zurück. Sonst ist das Köpfchen vor.